So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, wir sind jetzt hier am Montagsorakel angekommen und da schauen wir mal immer, ja, in so spezielle Energien. Es ist momentan ja wirklich sehr viel los mit persönlichen Anfragern. Und da picke ich mir dann gerne mal für ein ja, Orakel für die Kollektivenergie eine Frage heraus aus diesen Themen. Also es gibt ja immer ja, Perioden an Readings, da ist immer ein Thema sehr präsent. Ja, und momentan ist es auch wieder so, dass ganz oft die Frage gestellt wird: Wie geht's denn mit meinem Wunschpartner weiter? Ja, also diese Frage ereilt mich momentan ja relativ oft. Und da habe ich mir gedacht, ja, an diesem schönen Montag, da machen wir doch mal diese Legung und schauen mal rein, geht's denn weiter mit dem Wunschpartner? Vielleicht bist du noch in der Kennenlernphase. Vielleicht habt ihr gerade erst so ein bisschen den Blickkontakt. Vielleicht wart ihr schon mal aus zusammen. Ja, vielleicht entwickelt sich da was oder es stagniert gerade so ein bisschen. Und da stellt man sich dann auch mal die Frage, ja, wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter mit dem Wunschpartner? Tut sich da was? Tut sich da nichts? Was kann ich tun, damit es vorangeht? Was denkt, was fühlt er? Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich muss aber immer davor wieder sagen, ich kann in der Kollektivenergie nicht für jeden passend legen, sonst wäre ich ja, wie gesagt, der berühmteste Kartenleger der Welt. Das bin ich leider noch nicht. Ich lege zwar immer sehr treffend, aber in der Kollektivenergie ist es halt auch immer schwierig. Das heißt, du kannst hier vielleicht ein bisschen was für dich rauspicken. Es ist für dich stimmig, das ist natürlich sehr schön dann. Oder du sagst, ja, das ist eine Frage, die interessiert mich schon auch sehr. Was ist mit meinem Wunschpartner? Und ich kann jetzt mit der Legung, die jetzt gleich kommt, nicht so in Resonanz gehen. Dann schreib mich gerne an. Dann mache ich die Legung natürlich auch ganz speziell für dich und deinen Wunschpartner oder auch alle anderen Fragen rund um die Liebe, Herzensmensch, Ex-Mann, Wunschpartner, Ex-Partner und so weiter. Wenn es dir schlecht geht, wenn du betrübt, wenn du bedrückt bist, wenn du Herzschmerz hast, dann schreib mich einfach an. Meine Nummer ist unten in der Infobox. Schreib mir einfach eine WhatsApp und dann melde ich mich auch ganz schnell zurück. Das geht bei mir immer ganz schnell und total unkompliziert. Also scheue dich nicht. Na, auch wenn du in einer Situation bist und sagst, ich traue mich nicht so richtig mit jemandem darüber reden, weil ja, ich bin in der Ehe und bin verliebt oder ich bin in jemanden verliebt, der in einer Ehe ist und was auch immer ist. Keine Scheu, schreib mich einfach an, glaub mir eins, ich habe schon alles gehört. Na, bei mir ist alles sicher, das bleibt alles bei mir und da fährt auch kein Mensch was davon. Na? So, aber bevor es jetzt losgeht, muss ich natürlich auch nochmal unser neuestes Kanalmitglied begrüßen. Ja, Superherz, herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ja, auf eine schöne Zeit. Und ja, du bekommst ja jetzt auch immer Sonntag dann das große Deck für die kommende Woche von mir. Und schön, dass du da bist. Da freue ich mich sehr. Wenn du auch Kanalmitglied werden möchtest, ja, das geht eigentlich total simpel. Ist auch jeden Monat sofort wieder kündbar. Such einfach meinen Kanal auf YouTube. Dann tippst du hier auf meine Visage, dann gehst du hier auf Mitglied werben, dann kannst du aussuchen, ob du Ranch-Supporter, Premium-Supporter werben möchtest und schon ist der Käse gegessen. Dann bist du im erlauchten inneren harten Kreis der Angel Readings Community angekommen. Na? So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe den Wunschpartner hier schon mal rausgelegt und ich mache es jetzt, ich bin ja noch groß, in den persönlichen Readings auch. Ich mache mich immer klein. So. Man soll sich eigentlich nicht klein machen, aber für euch mache ich mich natürlich auch klein. Und jetzt mische ich auch nochmal 8 Karten dazu. Wir machen wieder mal den Klassiker hier, die Neunerlegung. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Karten bekommen mit der Frage, wie geht's denn mit dem Wunsch? Wie geht's denn mit der Karte auf dem Teppich weiter, die ja sowieso jedes Mal wieder aufs Neue fällt? Irgendwann mische ich halt einfach mal auf den Boden, ne? So, jetzt haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine brauchen wir noch und da fliegt sie auch schon. So, okay. Ja, wir haben da immer an der Unterseite des Kartendecks nach dem Mischen eine Hauptenergie. Da hebe ich immer mal ab für eine Klärungskarte. So, da haben wir jetzt hier als Hauptenergie für die Frage, wie geht's denn mit dem Wunschpartner weiter?
eine Hauptenergie und die Klärungskarte dazu, das Kreuz. So, jetzt muss ich das nochmal eben hier so ein bisschen schön hindekorieren, weil wir sind ja hier im Fernsehen. Da ist auch schon der Wunschpartner gleich an der ersten Stelle. Schauen wir mal. So, schauen wir mal, was wir da für Karten bekommen. Okay. So, wie schaut es aus? Schaut es schön aus? Wie gefällt euch meine Dekoration? Nee, mir gefällt sie nicht. Sehr als Kreuz krumm. So, machen wir das jetzt schön. Ja, wir wollen ja hier auch so ein bisschen eine schöne Dekoration haben. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so liegen. Also, die Frage, wie geht's denn mit dem Wunschpartner weiter? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Wir haben hier an der Hauptenergie, da ist der Baum gefallen. So, der Baum ist ja so schon mal gut. Das ist die Karte des Lebens, des Wachstums, der Stabilität, halt Festigkeit. Also hier schon mal eine ganz tolle Karte. Und die Klärungsenergie, die Klärungskarte dazu, ja, das Kreuz, das kann durchaus auch mal eine Aufgabe sein und das Kreuz kann auch ein Karma sein. Ja, gibt es da vielleicht bei euch eine, ja, eine karmische Verbindung? Gibt es da eine besondere Verbindung bei euch? Habt ihr vielleicht schon festgestellt, oder du festgestellt, ja, bei dieser Person, da habe ich ein ganz besonderes Gefühl. Ist das vielleicht auch ein Seelenpartner für mich? Jemand, den ich vorher im vorigen Leben schon mal kennengelernt hatte. Ich hatte gerade übrigens eine Karma-Legung. Da habe ich mich natürlich wieder besonders gefreut. Ich liebe meine Karma-Legung. Die wird leider viel zu selten gebucht. Und da war auch gerade das Thema. Und da haben die Karten gesagt, ja, das ist tatsächlich dein Seelenpartner, absolut. Es lag ganz klar so da, dass diese beiden eine karmische, eine Seelenverbindung haben. Ja, deswegen, der Baum hat auch immer so etwas Karmisches und das Kreuz auch. Also haben wir hier schon mal den Baum und das Kreuz so ein bisschen in die karmische Richtung. Das Kreuz ist aber auch so ein bisschen eine schwere Aufgabe. Es ist ja immer so, wenn man einen Seelenpartner hat oder denkt, man hat den Seelenpartner, heißt das nicht immer automatisch, dass das alles ein Selbstläufer ist, sondern das heißt schon auch, dass es mitunter vielleicht sogar schwieriger wird, in eine Beziehung zu gehen, weil die Liebe dann so stark ist, so fest ist, dass man wirklich auch Angst hat, das zu verlieren. Oder man auch in ein Riesenloch fällt, wenn man dann von seinem Seelenpartner verlassen wird, weil dann fehlt einem ja richtig was. Ne? Also hier auch so ein bisschen. Ja, eine Last, sage ich mal, aber nicht so eine schlimme Last, dass ich sage, oh Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Es ist eine schwere, eine starke Verbindung, die da liegt. Ja, also zweimal Karma an der Hauptenergie, wo man auch sagen kann, da ist schon sehr, sehr viel Richtung Seelenpartner zu sehen. Und der Mann, der schaut jetzt hier auch. Ja, auf den Bären und auf die Sonne. Das heißt, auch eine wunderschöne Kartenkombination. Der Bär, Kraft, Stärke, Ausdauer, eine starke männliche Persönlichkeit, eine starke Verbindung, ein großes Glück. Hier liegt ja an der Stelle noch die Sonne im Deck. Die Sonne ist ja immer eine Karte, für das große Glück. Ja, also wenn man seinen Seelenpartner findet, dann ist das tatsächlich großes, riesengroßes Glück, weil es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn du da wirklich deinen Seelenpartner findest, deinen Seelengefährten, dann hast du wirklich großes Glück. Und das liegt auch hier. Die Stärke, die Kraft liegt auch da. Ich nehme jetzt tatsächlich, weil ich jetzt da wirklich langsam der Meinung bin, wir haben es hier mit einer Seelenpartnerschaft zu tun. Den Sarg, das ist ja auch so eine Karte für eine Transformation. Etwas ging mal zu Ende und etwas Neues ist wieder entstanden. Wie ein altes Leben in ein neues Leben hineingeht, geht es auch hier bei dem Sarg in der Transformation so, dass man, ja, dass etwas zu Ende gegangen ist mit euch, und dass ihr dann wieder, in ein etwas Neues hineingeht in diesem Leben. Und das ist natürlich auch eine wunderschöne Reise, wenn man da die Möglichkeit hat, seinen, ja, Seelenpartner wieder zu treffen. Ja, also hier musst du wirklich deine Antennen ausfahren, schauen,
wie denn die Gefühle sind, wie ihr euch fühlt, wie ihr euch benehmt, ob ihr das Gefühl habt, da ist mehr, da ist Karma, da ist Seelenpartnerschaft da. Aber auf jeden Fall sehe ich hier eine ganz, ganz tolle Verbindung bei euch. Ja? Hier der Sarg, das Schiff, das ist eine Reise, das sind Träume, das sind Sehnsüchte, das sind Ziele, das ist das, wo ich hin möchte im Leben, wo ich mich freue. Der Neubeginn auch hier, weil die Frage hier ursprünglich war, wie geht es denn mit meinem Wunschpartner weiter? Das Kind zu sehen, ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache, weil das Kind steht ja natürlich immer für einen Neubeginn, dass etwas Neues anfangen kann. Na, also hier auch wunderbar, schaut sehr, sehr gut aus. Und hier unten auch nochmal, ja, der Klee, das ist so, ja, das ist zwar nur das kleine Glück, na, aber in der Liebe ist es natürlich auch das kleine Pflänzchen, das dann wachsen kann, das dann entsteht, worauf man aufbauen kann. Es ist ja trotzdem das Glück, das dann wachsen kann. Und das Buch, ja, auch wieder so ein Hinweis, dass man schon miteinander eine Geschichte hat oder vielleicht in einem vorherigen Leben hatte. Ja, also hier auch das Buch, eure gemeinsame Geschichte und hier noch euer gemeinsamer Weg. Ja, also das ist jetzt, wenn ich jetzt für jemanden eine Karma-Legung oder wenn mich jetzt jemand in einem persönlichen Reading fragt, ist dieser Mensch mein Seelenpartner, würde ich hier absolut sagen, ja, definitiv, das ist dein Seelenpartner. Das ist ja echt verrückt. Ich lade es aber trotzdem hoch, aber das ist jetzt, ich bin ganz baff, na, dass ich jetzt heute wieder diese Legung gemacht habe. Wenn du fragst, wie geht's denn mit dem Wunschpartner weiter, kann ich dir eins sagen, wenn ihr euch beide am Riemen reißt, ja, dann wartet hier eine wunderschöne Beziehung oder eine wunderschöne Partnerschaft auf euch. Das ist euer Weg, da liegt zweimal das Karma drin, das große Glück, die Stärke, die Transformation, die Reise, der Neubeginn, das kleine Pflänzchen des Glücks, das jetzt wieder wachsen darf, eure gemeinsame Geschichte. Also, wow! Schaut gut aus. Na, also wenn du mich jetzt fragst, wie geht's mit dem Wunschpartner weiter, bleib da aber mal unbedingt dran, weil das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Verbindung. Freut mich wirklich sehr. Auch wenn es jetzt die Kollektivenergie ist, wenn du in Resonanz gegangen bist, freut es mich wirklich sehr. Wenn du sagst, ist ja ganz schön, aber ich möchte es jetzt aber mal ganz genau für mich und meinen Seelenpartner oder meinen Partner oder Wunschpartner wissen. Kein Ding, schreib mich einfach an. Ich antworte dir auch relativ schnell, dann machen wir was aus. Wenn du nicht weißt, welches Reading für dich passend ist, dann macht nichts, schreib mich trotzdem an. Ich antworte dir auch recht schnell, dann machen wir das und finden bestimmt die passende Legung für dich. Aber ja, das ist eine wunderschöne Legung. Da habe ich mich jetzt wirklich gefreut. Ja, meine Lieben, wenn es euch auch gefallen hat, dann zeigt es natürlich gern mit einem Daumen drauf. Herzlich willkommen nochmals, Herz super in der Kanalmitgliedschaft. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann kannst du mir auch eine Freude machen. Wenn du den Kanal abonnierst, dann bist du Teil der schönen Angel Readings Community. Dann heiße ich dich herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, bleib frisch, bleib gesund, habt euch lieb und wir hören uns dann und sehen uns dann beim nächsten Video.